Ich habe Mega Man 2 dann angefangen, weil hier der Angry Video Game Nerd, hier James Rolfe, hat ja seinen, hat ja den Roman vorgelesen von Mega Man 2, den es da mal gab. Habe ich mir komplett angeguckt und das hat mich wieder inspiriert, das hier wieder zu spielen. Und ja, es gab einige Passagen, die haben mich wieder zu Weißglut getrieben und wo ich dann ein paar Mal frustriert dann den Controller weggelegt habe. Ich schmeiß das Ding ja nicht weg, ich will es ja nicht kaputt machen. Ich weiß auch nicht, wer seinen Controller tatsächlich in die Ecke schmeißt. Ich glaube, das sagt man nur so. Aber da war ich auch schon wieder. Das war so ähnlich wie Dragonheart, ja, The Dark Forest. Ja, es war ähnlich lustig. Vor allem Alecmans Level, das erste, was ich dann gemacht habe, wo ich dann einen ganz guten Run hatte, wie man jetzt ja gesehen hat am Anfang. Also ich wurde kein einziges Mal verwundet. Das ist mir danach nicht wieder geglückt. Und ich hatte Probleme mit der Aufnahmesoftware, dachte ich zumindest. Aber mit Virtual Dub habe ich das dann hinbekommen, dass der Sound mit dem Video synchron läuft. Also Virtual Dub ist ein sehr gutes Programm, das ich wahrscheinlich nochmal öfter einsetzen werde, wenn es um sowas geht. Sonst benutze ich ja Hypercam für meine Aufnahmen, aber dafür habe ich jetzt hier den internen Visual Boy Recorder benutzt. Ja. Yeah, Mega Man! Und ja, eine Welt voller Metallmänner. Es gibt ja tatsächlich in dem neuesten Teil, den sie nochmal gemacht haben hier, für... Ich glaube, mit Wii kann man den runterladen oder sowas. Mega Man 9 ist das, glaube ich. Und haben sie nochmal angelehnt an die alten NES-Zeiten. Und da gibt es ja dann auch Splash Woman. Oh, eine Frau, eine Roboterfrau, die man auch in die Luft jagen kann. Vielen Dank. Oder, ja. So Leute geben, die sich dann aber aufgeregt haben, dass es nur Männer in dem Spiel gibt, so Robotermänner. Und ich dann so, na gut, wenn es sonst keine Probleme gibt. Ich meine, das sind Roboter, ist auch scheißegal, wie die welches Geschlecht sie haben. Das sind Roboter. Ach, naja. Obwohl in der Geschichte Mega Man 2 war er menschlich. Also von daher Robotermann, ach, keine Ahnung. Ich meine, wer sich darüber Sorgen und Gedanken macht, der, naja, der hat sowieso nichts Besseres zu tun, meines Erachtens. Ich meine, das ist ein Spiel. Was? Ah, interpretiert ihr da rein. Ja, an diesen Flammen vorbeizukommen ist schwierig. Und ich glaube, man muss dann loslaufen, wenn sie direkt vor einem ist. Zumindest in dem ersten, im zweiten Schirm, den man jetzt gesehen hat. Im ersten weiß ich gar nicht, ob man da irgendwie ganz passgenau drüber springen muss. Dass es dann halt passt, dass man nicht von der Flamme verletzt wird. Ich habe mich jetzt natürlich dummerweise vermuten lassen. Oder, das war vollkommen beabsichtigt, so muss ich das sagen. Und ja, vereise diese Chenki Maker, wie sie heißen. Chenki Maker heißen sie deshalb, weil sie diese kleinen Chenkis machen. Das sind diese kleinen Feuerbälle mit Panzerknacker-Augenbändern. So wie ich sie nenne. Ja, so sehen die jedenfalls aus, wie kleine Feuerbälle mit Panzerknacker-Augenbinden. So, jetzt habe ich es. Ja. Ja, Panzerknacker kennt man aus Disney hier. DuckTales. Zum Beispiel. Oder aus den ganzen Comics. Hui! Und jetzt sind wir nicht bei Fireman. Ich brenne! Ich brenne! Ja, das tust du, Junge. Aber nicht so in dem Sinne, wie du es gern hättest. Ja, und Taktik ist eigentlich nur draufhalten mit dem Eis-Slasher und schon war's das. Nicht viel dazu zu sagen. Das war Fireman. Könnte schwieriger sein, wenn man die Waffe nicht hat. Naja, aber wir haben sie ja. Den Eisslasher. Und das war schon mal der Sinn und Zweck von der ganzen Mega Man-Reihe, dass man taktieren musste, welche Waffe man zuerst besorgt, um dann den nächsten Endboss leichtfertig machen zu können. Und sie so nacheinander nach dem Stein-Schere-Papier-Prinzip mehr oder weniger auszuschalten. Wobei Iceman ist, glaube ich, auch gut gegen mit dem Feuer... Werfer verwundbar, aber nicht so effektiv wie mit dem Elektro-Strom. Und jetzt kommen wir gleich zu dem Level von Cutman. Und Cutman ist normalerweise derjenige, der in anderen Let's Plays oder durchspielen oder wo man spielt, der eigentlich der Erste ist, den man besiegt. Ich habe aber, als ich das damals auf dem Gameboy gespielt habe, immer mit Alecman angefangen und das habe ich dann für dieses Let's Play dann hier auch so beibehalten. Und mache deshalb hier Spieler Cutmans Level. Allerdings versuche ich so zu spielen, als hätte ich noch keine Sonderwaffe. Es ist nur an einer Stelle so, wo ich es dann doch mache. Ansonsten, weil, ja, für diejenigen, die Cutman immer sonst besiegt haben, wollte ich das Spielgefühl wiederholen, dass sie nur mit dem Plasmawerfer von Mega Man kämpfen. Ja, ich bin so nett. Ja.
Ja, es war eine kleine Herausforderung, das dann so zu spielen, ohne irgendeine Sonderwaffe einzusetzen. Nach Möglichkeit. Ja, und diese Cutting Wheels, wie sie heißen, man weiß nie genau, also wenn man es nicht vorher kennt, die Level, so wie ich, weil ich so oft gespielt habe und so oft gestorben bin, weiß man nicht, ob sie auf einen zukommen oder ob sie einfach nur an der Stelle bleiben oder ob sie jetzt super schnell sind. Wir werden ganz am Ende noch einen sehen, der hat wohl Speed genommen oder sowas. Und hier setze ich dann den Elektro ein. Ja, da wollte ich eigentlich da hochspringen, ist mir aber noch nicht so ganz geglückt bei diesem Durchlauf, aber der Rest hat geklappt, also habe ich es behalten. Hier durchzuspielen, ohne einmal verletzt zu werden, ist sowieso ein bisschen, naja. Da hätte ich dann sehr viel länger dran sitzen müssen und hätte mir sehr viele mehr Haare ausgerauft. Und ich meine, es geht ja darum, vorwärts zu kommen und warum soll man sich damit sowas aufhalten? Das sagt derjenige, der in Dragon Heart Fire und Slimmer 100% haben wollte. Ah gut, aber da gab es ja noch bestimmte Bereiche, die man extra erreichen muss. Also kommt man da noch zusätzliches Entdecken. Hier ist das, naja, obligatorisch. Ja, und diese Big Eyes, wie sie denn heißen, der springt jetzt nicht so hoch, dass ich unter ihm durchlaufen kann. Ich weiß nicht genau, wie die Teile funktionieren. Ob das jetzt wirklich wieder zufallsbedingt ist, wann sie hochspringen und wann nicht. Ich glaube, ich befürchte es fast, weil das wäre nämlich schön fies. Und wir alle, wir wissen ja, wie fies sowas sein, Mega Man Spieler, Spiele Programmierer sein können. Ganz vielen kleinen Fallen, an denen man vorbei muss. Zum Beispiel das hier, dass man da jetzt einfach so durchrennt und dann nicht verletzt wird. Das ist auch eine Sache, die erfährt man auch erst nach ein paar Mal ausprobieren. Sonst wird man nämlich in der Regel immer gut verletzt. Also auf gegen Cutman. Und wir setzen hier den Feuerball gegen ihn ein. Der Feuerball hat den Vorteil, dass er nicht nur einen Feuerball wirft, sondern auch ein Feuerschutzschild um dich herum macht, der deinen Gegner zusätzlich verletzt. Also nicht nur der Feuerball verletzt, sondern auch diese Energiekugel, die um dich herum wirbelt. Und das ist dann ziemlich praktisch gegen Cutman. Weil der wird dadurch schnell, seine Lebensenergie schnell reduziert. Bis auf den Wert 0. Und dann fliegt er in die Luft. You got Rolling Cutter and Carrie. Ja, und Carrie ist kein Mädchen. Ist nicht das Mädchen aus der TV-Serie. Nein. die mit ihrem Staubsauger. Ist zwar ein Haushaltsroboter. Es ist ein Gerät, was wir jetzt vielleicht dann schon mal im Einsatz sehen werden, was es einem erlaubt, Plattformen zu erstellen, damit man höher gelegene Bereiche erreicht oder über andere Bereiche hinwegkommt, über Stacheln zum Beispiel. Und Stacheln, das weiß man aus jedem Mega Man-Teil, sind sofort tödlich. Die bringen Mega Man sofort um und er fliegt sofort in seine Einzelteile. Ein Roboter, der über Stacheln auseinanderfällt, ja. So ist es. Lava wäre irgendwie sinnvoller, weil Lava schmilzt Metall. Und das ist Dr. Wily. Tatsache! Da ist er. Mit seinen tollen Augenbrauen zwinkert er. Das sieht man auch so oft in den anderen Spielen. Das hat er beibehalten. Und seine Festung, die aussieht wie Schloss Grayskull. Yeah, Skeletor. So, was von etwas ganz anderem zu reden. So, und das ist jetzt Carrie. Ich warte noch ein bisschen, bis die Susi-Roboter da weggegangen ist. Ja, ich kann die jetzt alle mit Namen nennen, weil ich habe das ja schon einmal kommentiert, das Ganze, und dann am Ende werden die ganzen Gegner nochmal aufgeführt und deshalb weiß ich jetzt alle, wie die heißen. So gesehen hatte das auch was Gutes, jetzt kann ich mit einigen Zusatzwissen aufwarten und kann die Gegner richtig benennen. Und ich konnte es teilweise auch schon, bevor ich das dann kommentiert habe, schon das erste Mal. Gut, 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 gut. Da, 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 da. Ich wollte es auch eigentlich ursprünglich hochladen, ohne einen Kommentar abzuliefern. Aber ich dachte mir, ach, sülze ich doch mal ein bisschen rum. Ich höre mich so gern reden. Eigentlich gar nicht. Meine Stimme ist es gar nicht gewöhnt, so viel zu reden. Und von daher kriege ich immer einen trockenen Hals. Aber das nur nebenbei. Ja, und diese Stelle kann man sich gut merken, weil hier kommen immer so vier Bohrer, die man mit dem Elektroschocker oder Cutmans Waffe sehr gut vernichten kann. Und da kommen ganz viele Extras raus. Also Lebensenergie oder Energie für deine Waffensysteme. Oder auch Leben. Leben. Und da gibt es später noch eine Stelle, die ist noch effektiver in der Hinsicht. Und man kann den Elektroschocker und den Cutmans Cutter ganz gut einsetzen, weil man bekommt ja sofort eigentlich wieder die Leben, die Energie rein, die man für die Waffen dann braucht. Und noch mehr. Also eine ganz gute Stelle, die ich damals auch ausgenutzt habe, um meine Leben aufzupushen, damit ich ein bisschen weiterkomme im Spiel, weil damals hatte ich ja noch überhaupt keine Safe States oder irgendwas, womit ich später hatte anfangen können.